Atme ein bisschen krass. Liegt an dir. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wie du dein WordPress für hohe Last fit machst. Ich arbeite bei Rateboxes. Das ist ein Webhoster. Wir spezialisieren uns auf WordPress und wir haben öfter Kundenanfragen. Ey, ich bin bei der Höhle des Löwen. Ey, ich bin bei Galileo. Reicht meine Seite dafür? Das ist natürlich eine richtig, richtig geile Frage. Grundsätzlich nein. So. Ist immer ungefähr das Erste, was ich im Support-Chat antworte. Danach gucke ich mir die Seite an und sehe, nein, reicht tatsächlich nicht dafür. Es hat meist verschiedene Gründe. Und auf diese Gründe möchte ich eingehen. Ich habe nur ca. 35 Minuten eingeplant, weil wir da noch eine kleine Frage-Antwort-Spielchen am Ende machen, ne, über Lieblingsfarbe, Geschlechtskrankheiten und sowas. Aber deswegen habe ich nur 35 Minuten eingeplant, 10 Minuten ist dann Fragerunde. Und in der Zwischenzeit erkläre ich euch, was wir grundsätzlich oder was ihr grundsätzlich optimieren könnt, damit eure WordPress-Seiten für hohe Last gut sind. Zusätzlich habe ich noch einen Artikel geschrieben, der wird nächste Woche auf unserem Blog veröffentlicht. Der geht wirklich in die Tiefe mit Datenbankoptimierung, was Queries sind, was man noch beachten sollte. Würde ich danach auch nochmal reingucken, weil das ist hier ein grober Umriss. Und dann geht es nochmal in dem Artikel in die Tiefe. Alles klar. Grundsätzlich habe ich einen 15-Punkte-Plan, der wiederum in einem 7-Punkte-Oberplan gipfelt. Und die 7 Punkte sind einmal Planung, Infrastruktur optimieren, das Backend optimieren, das Frontend optimieren, Offsite optimieren, Tests und Reporting und am Ende die Live-Schaltung und hoffentlich dann der Erfolg. Kommen wir zum Punkt 1. Dazu gehört die Zeit in der Planung. Grundsätzlich sage ich immer, nehmt euch 4 Wochen Zeit Minimum. Manche sagen 2 Wochen, ich sage 4 Wochen. Warum sage ich 4 Wochen? Ganz einfache Geschichte. Eventuell musst du zum Beispiel dein Hosting wechseln, deine Domain umziehen und dann ist da ein Domain-Lock auf deiner Com-Domain und du kriegst sie nicht rechtzeitig umgezogen und dann ist alles im Arsch und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Zusätzlich musst du natürlich das mit deinem Team absprechen, ne, mit dem Marketing-Team, mit den Leuten, mit denen du zum Beispiel sprechen musst, warum du so viel hohe Last bekommst und auch noch eventuell mit deinem Entwickler, wenn du nicht selbst einer bist. Das ist alles etwas, was sehr viel Zeit braucht. Unter anderem auch der nächste Punkt, also Unterpunkt vielmehr in der Planung, ist eventuell eine Restrukturierung, eine Rekonzeptionierung. Zum Beispiel solche Sachen wie, brauchst du wirklich deine Monitoring-Tools wie Matumbo Pumba, oder Matomo, wie es jetzt heißt, früher Pivik, oder Google Analytics in deinem WordPress-Dashboard? Muss das wirklich sein? Kannst du das nicht offsite haben, ohne dass dein WordPress weiter belastet wird? Solche Grundsatzfragen musst du stellen. Und musst dich wirklich mit deiner Materie, mit deiner Seite auseinandersetzen. Wenn du das getan hast, mit allen Leuten durchgeplant hast, kommt der allerwichtigste Punkt, meiner Meinung nach. Und das ist das Hosting. Natürlich sage ich das als Hosting-Mitarbeiter, aber es ist so. Leute, come on. Da ist es natürlich wichtig, in erster Linie auf einen Hoster zu setzen, der keine Limitierung deines Tarifs hat, zum Beispiel keine Limitierung des Traffics. Oder ich sag mal, Shared Hosting auf einem kleinen Miniserver und du klaust natürlich den ganzen anderen Kunden im Zweifelsfalle natürlich Speicher- und CPU-Zeit. Das ist natürlich blöd. Oder die klauen es dir. Das ist für dich natürlich blöd. Das heißt, du sollst auf jeden Fall dich rechtzeitig mit deinem Hoster in Verbindung setzen und sagen, hey, wie sieht's aus? Ich bin dann und dann, erwarte ich viel Last, 60.000 Page-Views oder sonst irgendwas. Geht das in diesem Tarif? Geht das in diesem Plan? Brauche ich mehr CPU? Brauche ich mehr RAM? Brauche ich sonst noch irgendwas? Die meisten Managed-Hoster werden dir das natürlich super, super gerne beantworten und dich dahingehend beraten. Wir hatten allerdings auch schon Kunden, die sind dann zu unseren Kunden geworden, weil deren Hoster gesagt hat, oh, da können wir dich nicht null unterstützen. Wir machen kein Webdesign. Guck, wie du klarkommst. Wenn ihr so einen Hoster vor euch habt, ist es definitiv Zeit zu wechseln. Komme ich wieder zum Punkt Zeit. Ihr müsst den Umzug planen. Ihr müsst höchstwahrscheinlich die Domain umziehen. Ihr müsst gucken, wie das mit den E-Mails ist. Ihr müsst gucken, wie das, ob ihr noch ein CDN geschaltet habt, etc. Deshalb nochmal 4 ganze Wochen. Was wir öfter machen, wenn ein Kunde kommt und sagen, jo, du, ich bin
bei Die Höhle des Löwen, ich nenne es mein Kind mal beim Namen, und dann kommt dann Ausschreibung, wir erwarten viel Traffic. Gucke ich mir den Tarif an und sage, jo, geht nicht in deinem Tarif. Und er sagt, ja, ich habe aber keinen Bock, im Monat 300 € zu zahlen. Dann sagen wir, okay, machst du nicht. Wir stufen dich für die Zeit der Ausstrahlung und vielleicht noch 2, 3 Tage danach hoch. Du zahlst halt weniger Geld und du brauchst wirklich nur die Zeit, also wo du wirklich Last bekommst. Machen auch viele Hoster, kann ich wirklich nur empfehlen. Egal, ob ihr es bei uns macht oder woanders, wirklich fragen, gibt es die Möglichkeit von temporären Upgrades? Nächster Punkt, auf den ich jetzt nicht explizit eingehe, der aber im Artikel kommt, ist Autoskalierung. Was bedeutet, dein Server kriegt automatisch mit, oh shit, da kommt ganz viel rein, ich muss die Tore weiter öffnen, ich muss mehr RAM, ich muss mehr CPU schrauben. Auch ein super geiles Bild, wenn man es richtig eingerichtet hat, aber da kann ich erst im Artikel drauf eingehen, das wäre ein ganz eigener Vortrag. So, ihr habt mit eurem Hoster gesprochen und er sagt, jo, alles klar, cool, den unter den Tarif empfehlen wir. Hätte ich vielleicht eingangs erwähnen sollen. Die Frage war nämlich, ob wir was anderes sehen sollten als diese Seite. Nö. Ich halte meine Vorträge gerne sehr unvisuell, damit ihr A nicht abgelenkt wird und mir auch zuhört. Und B versuche ich, kann ich jetzt auch ein bisschen mehr mit Interaktion. Ich bin nicht so eingeengt von irgendwelchen Folien. Es gibt noch eine zweite Folie. Ihr seht nicht nur das Bild die ganze Zeit. Also keine Angst. Ihr seht auch gleich noch was anderes. Und zwar einen Live-Test. Haben wir ein bisschen Schiss vor, aber sehen wir gleich mal. So, ihr habt alles mit eurem Hoster geklärt. Ihr seid total glücklich. Was ist das Nächste, was kommt? Was würdet ihr sagen? Das Nächste, was kommt als nächster Schritt? Irgendwelche Ideen? Ha, okay, dann sage ich es euch einfach. Kein Witz, ein Backup. Backup deshalb, weil jetzt musst du anfangen, in die Tiefe deiner Seite zu gehen. Und das heißt, du musst an den Plugins rumfummeln, musst an Code rumfummeln, musst DNS-Records ändern. Gut, da gibt es nicht wirklich ein Backup für, aber ne, alles, was jetzt passiert, sollte als Versionierungs-Backup vorliegen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, dieses Plugin brauche ich gar nicht mehr, dann schmeiße ich das mal raus, mach vorher ein Backup, weil später merkst du, oh Scheiße, ich brauche das doch, mein Checkout funktioniert gar nicht mehr, Kunden können nichts kaufen. Ja, solche Geschichten. Deswegen Ja, sag. Bernhard. Okay, cool. Hi Bernhard. Deswegen sage ich grundsätzlich immer, legt euch Versionierungs-Backups an. Also solche Geschichten wie ne, Plugin-Updates, Theme-Updates, PHP-Versionenwechsel und solche Geschichten. Wenn das Backup einmal steht, top. Mach da, hab da. Hat er. Cool, alles klar. Backup hat er? Cool, super. Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Müsste ein Opt-out. Ja, okay. Möchte mal jemand, ich schalte mal Lautsprecher aus. Da muss ich jetzt ein bisschen lauter reden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Backups zu machen. Einmal natürlich die Backups über Plugins. Ja, kennen wir alle, WP Backup zum Beispiel, werde ich auch im Artikel weiter erläutern. Da haben wir ein paar Vorschläge. WP Backup ist auch von den Kollegen von Überträgst? im Zeit da vorne mit Wecker. Ich meine natürlich Backup WP, Entschuldigung. Super Tool von deutschen Entwicklern, datenschutzgerecht, tipptopp, kann ich nur empfehlen. Allerdings, natürlich nimmt das privaten Speicherplatz weg. Entweder direkt auf deinem Webhost oder du musst es runterladen oder du musst es woanders im SFTP speichern oder in der Cloud, was eventuell nicht DSGVO-konform sind, ist bei allen Backup-Plugins so. Deshalb gibt es natürlich Hoster, die schon integriertes Backup-System mit drin haben, wo du zum Beispiel per One-Click sagen kannst, jo, jetzt habe ich ein Plugin geändert. Ich habe das Backup-Plugin geändert. Alles klar, Backup anlegen. Ich kann weitermachen. Geht was kaputt, spiele ich das Wäre Backup da ein. technisch auch Zusätzlich automatische nicht das Backup eben auch kann ich auch nur serverseitig zu empfehlen. machen? So, jetzt Das haben kann wir ich natürlich. die Grundsätze erstmal erklärt, was Klick wir und vorher machen sollten, bevor wir ins Eigentliche gehen. Das Technik. Eigentliche, das Eingemachte ist das Caching. Caching ist ein Riesenthema. Das ist der Faktor Ziehen, Nummer Abi 1, und wenn es darum geht, Seiten schnell und mit möglichst geringer Serverlast auszuliefern. Weiß hier irgendjemand nicht, was Caching ist? Supergeil, dann muss ich das nicht erklären. Wenn ich sich nicht getraut hat zu melden, ich erkläre es nochmal mit einer netten Milchanalogie und meiner Mutter im Artikel. Könnt ihr dann alles nochmal nachlesen. Danke, Mama. Wenn das Caching vernünftig funktioniert, dann ist grundsätzlich schon einiges getan und zwar sehr viel getan auf eurer Website.
Das bedeutet, die Serverlast wird reduziert, weil wir haben weniger Requests. Und ein weiterer Vorteil ist, die Sachen werden so oder so schneller ausgeliefert, weil wir nicht immer wieder denselben Kram neu requesten müssen als Server. Es gibt nur zwei Dinge, die ein bisschen problematisch sind an der ganzen Geschichte. Vor allen Dingen, wenn du für solche Sachen wie die Höhle des Löwen oder sonst was optimierst, du hast meistens ein Produkt. Du hast also meistens einen Shop, du hast meistens einen Warenkorb und du hast meistens eine Kasse. Was passiert, wenn wir diese Sachen cachen würden? Irgendwelche Kunden kaufen irgendwelche Sachen, die sich nicht in den Warenkorb gelegt haben, mit irgendwelchen Daten, die ihnen nicht gehören. Das heißt, diese Seiten sind nicht cachebar. Sind sie einfach nicht. Es gibt Elemente auf den Seiten, die cachebar sind, aber nicht diese Seiten an sich. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn dort im wichtigsten Teil, wo halt wirklich die Produkte gekauft werden, könnte es eventuell zu großen Lasten kommen. Das heißt, alles vorher muss so optimiert werden, dass das Caching und dass der Server kaum ja Last hat. Das hier? Darauf möchte ich jetzt, ich sag mal, noch nicht eingehen. Ich zeige das gleich am Live-Beispiel, warum das so wichtig ist. Und dann wird es hoffentlich klar. Zusätzlich ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass wir bestimmte Dinge minimieren. Zum Beispiel CSS-Dateien und JavaScript-Dateien. Gerade bei JavaScript-Dateien, die dynamische Requests senden, ist es wichtig, dass die JavaScript-Datei schnell geladen wird. Und bei CSS-Dateien, die sowieso nur dafür da sind, irgendwas hübsch zu machen, eben dasselbe. Das heißt, wir installieren uns Plugins wie zum Beispiel Minify.js oder Minify.css oder mein Lieblingsplugin Merge, Minify und Refresh. Das reicht eigentlich im Grunde genommen schon, um solche, ich sag jetzt mal, temporären statischen Dateien wirklich vernünftig zu cachen, weil sie auch mit in den Cache geschrieben werden können. Und zwar als kleine Mini-Datei, Requests werden minimiert, weil auch viele CSS- und JS-Dateien zusammengefasst werden können, zu einer großen, nur die muss geladen werden, wir haben wieder ein paar Requests weniger. Wenn wir zum Beispiel alle CSS-Dateien von WooCommerce Germanize, von WooCommerce Checkout, WooCommerce Cart etc. zusammenfassen zu einer CSS-Datei, haben wir nur einen Request anstatt vier. Und so zieht das durch die ganze Seite. Es ist nur zu empfehlen. Mein Lieblingsteil. Datenbank aufräumen. Wie wir alle wissen, besteht der größte Teil von WordPress-Inhalten, abgesehen jetzt natürlich von Bildern und Videos, aus Datenbanken, also Texten in der Datenbank, um es ganz salopp zu sagen. Als allererstes machen wir ein Backup. Dann schauen wir uns an, was eigentlich Queries sind. Hat jemand eine Ahnung, was Datenbank-Queries eigentlich sind? Ja? Richtig. Also, man sendet einen Request, man bekommt eine Anfrage, einem Server wird eine Anfrage gestellt und der Server gibt eine Antwort. So ein Query kann unter anderem sehr, sehr, sehr lang sein. Und das ist ganz gefährlich. Wir hatten einen Shop, der war optimal konfiguriert, der ist trotzdem down gegangen, weil das Legen eines Produktes in den Warenkorb einen so unendlich langen Request, also einen unendlich langen Query-String generiert hat, dass der Server einfach zusammengebrochen ist. Es ist weiterhin ein dynamischer Request. Du landest dann auf der Warenkorb-Seite. Und dieses Ding war 4 MB groß. Es war ein verdammter String, der 4 MB groß war. Bitte was? 10 MB Antwort. Was? War das dann jedes Mal ein E-Book oder was kam dann an? Alles klar. Ich erzähle euch mal ganz kurz, wie diese 4 MB Request zustande kam. Es wurde über jedes Produkt iteriert. Jedes Produkt, was der Kunde hatte, wurde darüber iteriert. Und alle Produkte wurden mit in den Warenkorb gelegt, aber nur das Aktive wurde als aktiv im Warenkorb gekennzeichnet. Ja. Ja. Ja, WooCommerce, ja. Also die Frage war, in WooCommerce ist es ja meistens so, oder egal in welchem Shop-Plugin, dass
solche Queries halt schon generiert werden und wie man sowas ändern kann. Das kann dein Programmierer. Beziehungsweise im Normalfall passiert sowas nicht. Im Normalfall sollte sowas gar nicht passieren. WooCommerce generiert auch im Normalfall nicht solche 4 MB Queries. Man kann sich aber sowas angucken. HTML. Das können wir gleich mal zusammen machen. Und wenn man sieht, oh, das Ding ist riesig oder das Ding ist lang, wenn ich zum Beispiel eine Aktion ausführe wie Produkt in Warenkorb erledigen, schreibt man entweder den Entwickler an oder wechselt ganz das Plugin. In dem Fall, was passiert ist, der Entwickler hat diesen Fehler überhaupt erst gebaut. Ne, weil für Tracking-Tools wollte er gucken, welche Artikel alle in den Warenkorb passen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich zeige gleich mal eben ganz kurz, wie man sowas analysiert. Nächsten Schritt. So, wir wissen jetzt, was ein Query ist und wir wissen jetzt, was passiert, wenn man Scheiße baut. So, was kann man denn machen, damit es richtig läuft? Als allererstes guckt man sich wirklich an, werden eigentlich solche Queries generiert. Dafür gibt es ganz tolle, das zeige ich mal eben, da gibt es ganz, ganz tolle Abfragen für, die nicht in meiner Präsentation sind, also was aber kein Problem darstellen sollte. Ich kann es euch nicht erklären. Es gibt nämlich einen WP-Config-Eintrag, wird dann auch im Artikel stehen, den man hineinschreibt. Und dann ändert man eine kleine Sache in seiner Functions-PHP. Die Codes gibt dann alle zum Kopieren. Und man kann sich wirklich alle Queries auf der Seite als Administrator anzeigen lassen und sieht, wie lang ist dieser Query-String und was beinhaltet der. Gott sei Dank ist es meistens kompletter Klartext, wie zum Beispiel Product, ID, Name, Fragezeichen, sonst irgendwas. Und man sieht alles klar, dieses Ding beinhaltet alle Produkte oder dieses Ding beinhaltet dieses Produkt in den Warenkorb legen mit dem Artikelbeschreibung zum Beispiel Mütze rot. Und dann sieht man, okay, das ist ein regulärer Request, der geht klar. Wenn dann aber steht, diesen Artikel in den Warenkorb legen, Mütze rot, nicht Mütze grün, nicht Mütze blau, nicht Mütze pink, nicht Mütze lila. Ja, ja, genau, richtig. Dann weiß man, dieser Request ist definitiv zu lang. Das ist alles etwas tiefer, wie schon gesagt, das gibt es alles in dem Artikel genau eingehend. Das hast du aber greife ich das nur kurz an, aber vielen Dank für die Frage. Du hast noch eine Frage. Ja, cool. Kannst du theoretisch machen, ist extrem unsinnig meiner Meinung nach, weil du kannst dir ja, weil du müsstest dann jedes Mal in die Datenbank sehen, was wurde zuletzt geändert, ne? Und kannst den Query String natürlich reinziehen, ne? Aber wozu, wenn du es dir direkt im Frontend anzeigen lassen kannst, Query Monitor, ne? Wozu? Das Schöne ist, es gibt aber Plugins, wie der Kollege Daniel gerade schon sagen wollte, wie zum Beispiel den Query Monitor. Der Query Monitor zeigt ja halt wirklich an, was passiert also, da gerade. Der macht nichts anderes als dieses Code-Snippet, was ich vorgestellt habe, nur halt schon fertig als Plugin und nicht im Frontend, sondern im Backend deines WordPresses. Aber ganz wichtig, wenn ihr den Query Monitor verwendet, vergesst nicht, ihn wieder zu deinstallieren. Hatten wir auch schon, war auch unschön, aber naja. Das war ein grober Anriss, was Datenbankaufräumen angeht. Eine Sache, die mir auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist Müll in der Datenbank. Müll in der Datenbank, wie zum Beispiel in der WP Options, führt dazu, dass die Seiten unendlich lange laden, weil sie durch alles drüber müssen und gucken, oh, darf der das eigentlich? Oh, hier ist noch so ein AskMet-Activation-Kommentar von irgendwann, oh, da muss ich nochmal reingucken. Das ist ganz schön schlecht. So, da hab ich mal 4 Hauptgeschichten runtergeschrieben und die wirklich absoluter Müll sind und einfach auf eurer WordPress-Seite und in der Datenbank nichts mehr zu suchen haben. Das sind einmal die Kommentare, die schon als Spam gekennzeichnet wurden und im Spam-Bereich liegen. Die werden trotzdem noch logischerweise in der Datenbank gespeichert. Braucht ihr eh nicht, ist Spam, kann weg, fertig. Mein Lieblingsthema, Revisionen. Revisionen von Beiträgen, Seiten und Entwürfen. Die meisten Leute wissen nicht, dass man Revisionen auch limitieren kann oder gar ausschalten müssen. Niemand hier braucht unendlich viele Revisionen seiner WordPress-Beiträge. Weil manche Blogger haben so 10, 20 Revisionsstringen. Was Revisionen sind, ist allen bekannt? Super. Aber, na, noch nicht so ganz. Ja, zum Beispiel.
Genau, Entwicklungsstände, aber in diesem Fall von Beiträgen, von Seiten und Entwürfen. Genau, richtig. Wenn du nämlich zum Beispiel jetzt einen Beitrag schreibst und an mehreren Tagen diesen Beitrag schreibst, hast du ganz schön viele Revisionen meistens da drin, je nachdem, wie es eingestellt ist. Und das ist ganz schön viel. Oh. Es gibt Seiten, die haben, sag ich mal, 30, 40 Revisionen pro Beitrag. Und da ist überall, was in der Meta von dem Post, das einfach auch mal bestimmt 30 MB einnimmt, weil da diese ganzen Strings mit drin sind. Kann also auch weg. Das nächste, was weg kann, Dinge im Papierkorb. Braucht keine Sau, weil es ist im Papierkorb. Fertig. Und mein Liebling, Beitrags- und Kommentarmetadaten wie Validierung, die schon lange abgelaufen sind. Ist alles was deine Seite extrem runterzieht, gerade bei so Sachen wie Ausstrahlung, wo du wirklich jedes Quäntchen Performance brauchst, ist es wichtig, die Datenbank aufzuräumen. Ich habe da ganz schön viel zu geschrieben in meinem Artikel, aber es gibt ein TLDR, also Too Long Didn't Read. Ladet euch das Plugin WP Optimize runter und lasst es laufen. Was kommt vorher? Ganz genau. Wir spielen das Spiel jetzt gleich so ein bisschen durch. Sehr, sehr gut. WP Optimize macht schon ganz viel von diesen Geschichten. Also geht halt wirklich rein und sagt, yo, weg damit, brauchst du nicht mehr, es kommt Meter, das Ding brauchst du auch nicht mehr, leg dir vor eine Liste an, das sind die Sachen, die ich gerne löschen würde und aufräumen würde, so raus damit. Kann ich nur empfehlen, du hast wieder eine Frage. Also dieser wie hoch das Risiko ist, dass er dieses Plugin dir Sachen aufräumt, die du nicht loswerden willst. Ich hatte es noch nie, muss ich sagen, dass das Plugin etwas zerschossen hat. Allerdings, was machen wir vorher? So, Backup, ganz genau. Genau. Wenn du ein Backup hast, ist es sowieso egal. Ja? Dann probier das einfach wirklich rum. Und es gibt manche Sachen, die sind einfach safe in diesem Plugin. Manche Sachen werden zum Beispiel als orange markiert. Sagen sie, pass hier auf. Ja? Wenn du, willst du das wirklich bereinigen? Dann guckst du es dir nochmal an, kannst es dir direkt im Plugin anzeigen lassen. Und dann schmeißt es raus. Kannst auch die manuelle Methode hingehen, die habe ich im Artikel geschrieben. Die ist langwierig, aber die ist zu 100% sicher, weil du musst dir ungefähr alles angucken. So, dann haben wir Datenbank aufgeräumt. Jetzt sind wir schon bei Punkt 7. Updates. Updates von was? Updates deiner Software. Ja, bevor ich vom Datenbank weggehe, ja. Wie sinnvoll sind Optimierungen, wie zum Beispiel Indizes hinzufügen innerhalb der Datenbank? Das ist deine Frage, richtig? Super. Alles klar. Es kommt ganz darauf an, wie deine Struktur aufgebaut ist und welche Plugins du hast. Wenn du es wirklich schaffst, die Queries nach und nach vernünftig zu indizieren und wirklich einen großen Index aufbauen kannst, der explizit sagen kann, das gehört dazu und das gehört dazu, ohne dass die Strings zu lang sind, ist es super. Aber das ist schon eine Sache, da musst du tief in die Datenbank. Hm? Was ich empfehlen kann für solche Geschichten, ist hinzugehen und bestimmte Plugins, wie zum Beispiel der allseits beliebte Revolution Slider, mal nachzugucken, was er zum Beispiel an Indizes hinterlegt. Kann ich nur empfehlen, mal diesen Plugin mal hinzuschauen, weil was er nämlich macht, sind CSS-Klassen zu definieren in der Datenbank. Ich lasse das mal so stehen. Die Kollegen aus Köln vom Team Punch wissen sicherlich, was sie tun. Aber ich kann nur empfehlen, auf solche Sachen mal zu achten. Also Indizierung, also Indizes hinzufügen, kann man auf jeden Fall machen, wenn man weiß, was man tut. Ja. Okay, noch was zum Thema Datenbanken? Eine Frage? Okay, dann gehen wir zum Update. Updates deiner Software. An allererste und wichtigste Software ist der Motor von WordPress, der da ist. Weiß es jemand? Nein. PHP, ganz genau. Jetzt kommen wir zur zweiten Folie. Yay! Folie Nummer 2. Ich habe ein paar Request-Tests mit PHP laufen lassen auf einer WordPress-Seite, die ich euch gleich auch vorstellen möchte. Das sind ja die Requests pro Sekunde. Die PHP in einer bestimmten Version ausgeben kann.
Holy shit, war das geil. Das Geile ist, die Seite lief ursprünglich auf PHP 5.6. Also ein WooCommerce-Shop im Jahre 2018 auf PHP 5.6. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, war nicht ganz so schnell. Habe ich das Ding auf PHP 7 gebracht, mehr als das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Das war schon richtig geil. Und das kann man grundsätzlich sagen. Versucht immer, die Seite, die live gestellt wird, auf die höchste PHP-Version zu bringen. Dass es dabei Schwierigkeiten gibt, dazu kommen wir gleich. Und das ist grundsätzlich erstmal meine Empfehlung. Weil ihr, wie ihr seht, es kann nur besser werden, im Zweifelsfall. Also PHP 7.0 kann halt schon mehr als doppelt so viele Requests pro Sekunde ausführen wie PHP 5.6 und das in der Hälfte der Ladezeit, die PHP 5.6 braucht. Das Schöne dabei ist, ja, was heißt das Schöne? Das Gute dabei ist, wenn wir die PHP-Version upgraden, kommen wir zwangsweise nicht drum herum, WordPress abzudaten. Alles klar. WordPress abzudaten und auch deine Plugins und Themes abzudaten. Bisschen gut. So. Aber ich habe nur noch 10 Minuten und dann geht es in die große Fragerunde, deswegen fasse ich das alles ein bisschen kürzer zusammen. Plugins und Themes sind natürlich, ist ein Muss, abgedatet zu werden, genauso wie WordPress. Wir haben natürlich Sicherheitslücken, die geschlossen werden, wir haben Performance-Updates, wir haben Feature-Updates und das gerade mal für einen Klick. Was machen wir jedes Mal nach einem Plugin oder Theme-Update? Ja, ganz genau. Vorher und nachher. Ja. Super. Dann, ich springe jetzt ein bisschen, wie gesagt, wenig Zeit. Gerne auch nach dem Vortrag könnt ihr mich Fragen stellen. Super gerne. Nächstes Thema, was viele vergessen, sind Broken Links. Broken Links, sagt ihr? Aber Matthias, haben Broken Links mit meiner Serverlast zu tun? Gar nichts. Aber das Blöde ist, wenn die User abspringen, weil sie irgendwas nicht anklicken können, wie zum Beispiel Produktinfos, ist das auch nicht schön. Das geht nicht auf die Performance oder die Last, weil die 404-Seite wird höchstwahrscheinlich gecached sein. Aber wenn der User sagt, okay, ich möchte jetzt diese Mütze in grün haben, oh, Moment, wie sind die Maße dieser Mütze? Zack, oh, schade, ich kann keine Produktdetails anklicken, weil die Links broken sind. Dafür gibt es Plugins, lasst die Finger von diesen Plugins. Ist meine persönliche Meinung und die hat sich über die Zeit auch bestätigt. Es gibt eine ganz tolle Website, brokenlinkcheck.com. Gebt da einfach eure URL ein, löst ein Capture und der iteriert durch alle Links deiner Seite und sagt dir, ob ein 404 oder sonst irgendein Code, der kein 200er ist, zurückkommt. Total geiles Tool, wirklich der Hammer. Warum mag ich Plugins nicht? Weil die Plugins meistens noch im Frontend mitlaufen. Und wenn ihr es nicht wieder deinstalliert, haben wir natürlich wieder ein bisschen Last auf allem. Dann ist noch ein Punkt, den reiße ich nur kurz an, weil der sehr programmatisch ist. Lazy Loading, vor allen Dingen von JavaScript-Dateien. Boah, ist das wichtig. Im Warenkorb, wenn ihr im Warenkorb oder in der Kasse seid, also die Seiten, die wirklich nicht gecached werden, da sollte man darauf achten, dass man manche Scripts, die man erst ziemlich weit unten benötigt beim Runterscrollen, auch erst dann lädt. Wenn man es nämlich nicht tut, hast du echt schon ganz schön viele Requests. Da hast du 300, 400 Requests manchmal. Und das zieht natürlich die Serverlast runter. Ein weiterer Punkt, Security Plugin, aber es zieht doch meine Seite runter. Ja, natürlich zieht es zum Teil deine Seite runter. Aber hast du Bock, gehackt zu werden? Hast du Bock, mit Malware befallen zu werden? Hast du Bock, ganz viele Angriffe auf XML-RPC zu bekommen, weil du keine Web-Application-Firewall hast, während deine Sendung läuft? Hast du nicht. Punkt. Was machen wir, nachdem wir und bevor wir ein Security-Plugin installiert haben? Ganz genau. Mein Lieblingspunkt, Punkt 11, den Bezahlvorgang optimieren. Was heißt das genau? Bezahlvorgang optimieren bedeutet vor allem, du guckst mal wirklich, was alles an Requests geladen wird im Warenkorb und im Checkout. Wie gesagt, sind die beiden ungecachesten Seiten und die schlimmsten. Und guckst dir an, brauche ich das wirklich? Brauche ich wirklich noch ein Miniaturbild meiner Mütze im Warenkorb, welches nur so groß angezeigt wird, aber in Wirklichkeit 2000 mal 2000 Pixel geladen wird? Brauchst du höchstwahrscheinlich nicht. Zusätzlich solltest du dir auch dein Checkout-Programm mal anschauen oder dein Plugin.
WooCommerce intern macht das ziemlich super, aber bestimmte Plugin-Anbieter laden unendlich viele weitere Requests. Ja, zum Beispiel das Ursprungs-Plugin von PayPal hat 30, 40 zusätzliche Requests, die absolut Unsinn waren, immer wieder gesendet. Ja? Also macht natürlich auch keinen Spaß, vor allem, weil sie nämlich blockieren. Also der Datenschutzbeauftragte, da sollte man wirklich mal drauf schauen, brauche ich diese Sachen im Checkout? Und wenn ja, kann ich das über was anderes lösen? Ich persönlich empfehle immer Stripe. Stripe hat eine super einfache Einbindung über ein Mitbewerber sein oder ein WordPress-Plugin, ein WordPress-Plugin. Hat unendlich viele Zahlungsmöglichkeiten für den Endnutzer und ist super easy zu bedienen, auch als Nicht-Programmierer. Und läuft super schnell. Und Punkt, ne? Den Udo eben. La 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 la, das überspringe ich alles. Sehr wichtiger Punkt. Gegen einem ein Content Delivery Network, ein CDN. Und zu dir. Ist allen bekannt, was ein CDN ist und was es macht? Geil, super, dann muss ich das nämlich nicht erklären. Wir hatten Fälle von Kunden, bei denen war alles optimiert, trotzdem hatte die Seite enorme Probleme. Kurzfassung, durch ein CDN wurden sie gelöst, weil letztendlich das CDN ein weiterer Cache für deine Endkunden ist, dein Server entlastet und die Request minimiert. Ja. Also wie passive Inhalte, also wie nicht passive Inhalte, also aktive Inhalte durch ein CDN verbessert werden. Nahezu gar nicht. So, das brauchst du aber gar nicht, weil die ganzen weiteren passiven Inhalte, zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Cloudflare, so gut durch Railgun und andere Erweiterungen vorgecached werden, dass die ganzen aktiven Inhalte, wie zum Beispiel die Sessions, allein durch deine eigene Serverlast ausreichen, weil der meiste Kram wird woanders geladen. Und das ist auch der Vorteil. Das heißt, der wichtigste Kram wird über deinen Server abgehandelt, während der andere unwichtige Kram, wie zum Beispiel Bilder, Texte, sonst was hinterlegte Dateien, von dem CDN und ausgeliefert werden und dadurch dein Server entlastet wird. Super einfach, es ist super einfach zu konfigurieren. Habe ich sogar eine Anleitung im Text. Ja, du hattest auch mal eine Frage. Die Tochter Karte malen lassen ist immer in Ordnung. Ich habe im Vorfeld im Mai mal mit dem Entwickler von einem diesen OSM. Das Schöne an Cloudflare ist, sie haben die GDPR-Regelung. Es gibt bei Cloudflare auch ein WordPress-Plugin, was du installieren kannst, welches zum Beispiel zum Cookie-Consent mit eingefügt wird. So, ganz easy gesagt. Gut, wir sind fast am Ende. Bleiben noch drei Dinge. Nummer eins, Stress-Testing. Schon mal gemacht? Welche Tools habt ihr benutzt? Okay, super. Ich benutze sehr gerne Loader.io. Loader.io ist eine Website, wo du dich anmelden kannst, musst du deinen Server verifizieren, meistens durch eine einfache Textdatei oder man kann es auch per DNS-Record. Und dann kannst du wirklich Lasttests drauf fahren. Kannst sagen, yo, ich möchte so und so viel Clients auf die Seite ballern lassen, innerhalb dieser Zeit. Funktioniert super und man kann wirklich sehen, okay, ab wann wird es kritisch. Man macht es deshalb am Ende, weil man dann sehen kann, okay, wo muss ich noch optimieren. Also ich konnte es nicht nachprüfen. Auch super für solche Geschichten ist normales Testing, sowas wie in der Dev-Konsole, Pingdom, Webpage-Test, wo man wirklich im Wasserfall-Diagramm erstmal sieht, okay, alles klar, diese Ressource dauert ewig, diese Ressource braucht auch extrem lange, da muss ich was dran tun. Wieso habe ich da ein 6MB-Bild? Auch alles schon vorgekommen. So, dann, wir können nicht als Webdesigner, Webmaster, Produkthoster immer und überall gleichzeitig sein. Deshalb Reporting, auch ein ganz wichtiges Tool. Reporting macht nichts anderes, als zu gucken, ist die Website online und meldet es dir, falls sie offline ist. Wichtig dabei, stellt das Ding nicht auf alle 5 Sekunden oder alle 2 Sekunden. Habe ich auch schon gehabt, kann ein Server auch zum Absturz bringen, wenn man es falsch konfiguriert. 5 Minuten reichen vollkommen. Das ist meine persönliche Erfahrung. So, dann sind wir beim allerletzten Punkt. Ja. Ich nehme dafür entweder die kostenfreie Pläne von Pingdom oder von Uptime Robot. Die Frage lautet, nehme welche Tools ich verwende. Ach,
Abtime-Robot, Optime-Robot, sehr gut, alles klar, finde ich auch gut. So, jetzt sind wir beim allerletzten Punkt. Ich komme leider nicht mehr zur Demonstration, aber wer Bock hat, kann sich den nachher am Raidboxer-Stand mit mir einfach mal angucken und da zeige ich euch mal, wie ich sowas optimiere bei uns. Wo man die zwingend vom Google komme ich leider nicht mehr zu, also, aber können wir gerne hier nach nochmal in Ruhe machen, von mir aus auch in der Lizenz, Mittagspause, essen kann ich später. Das, der allerletzte Punkt. Was schätzt ihr, was der allerletzte Punkt ist? Der Kandidat hat nur noch Runde. Macht am Ende, bevor ihr alles abschließt, nochmal ein ganz großes Backup. Denn selbst wenn live dann eure Seite crasht, könnt ihr jederzeit zu dem Standpunkt hin, wo alles tipptopp war. Das passt ja wirklich auf die Minute genau. Jetzt können wir in die Fragerunde gehen. Irgendjemand noch Fragen, die er noch nicht zwischendurch gestellt hat, oder will mich irgendjemand irgendwas anderen löchern? Nö. Ansonsten würde ich das nämlich wie folgt machen. Dann ja. Okay, die Frage lautet, ob man die Domain, wenn man sie zum Beispiel in Amerika oder sonst wo registriert hat, aber auf dem deutschen Server betreibt, auch umziehen sollte oder reicht es, den DNS-Record zu ändern? Eine sehr gute Frage, habe ich noch nie gehabt, den Fall. Im Zweifel würde ich sagen, reduziere einfach die Last und ziehe sie auf dem deutschen Server um. Das habe ich eine Antwort. Okay, also die Antwort war relativ einfach. Wenn du ein CDN nutzt, ist das kein Problem. Daniel. Ja, DNS-Cache, genau. Also auch noch eine Antwort von Daniel, dass der DNS-Cache ja dann auch greift. Sonst noch eine Frage oder eine Antwort oder Anmerkungen? Ich glaube, ich komme leider nicht mehr dazu, den Test komplett durchzuziehen, weil solche Sachen wie PHP-Änderungen dauern manchmal live. Deswegen würde ich den Test gerne gleich mit euch live bei uns am Stand machen, wer Interesse hat. Kommt einfach auf uns zu, wir können uns auch eine Zeit aussuchen. Oder wir machen es heute Abend alle mit alkoholisiertem Kopf, können wir heute Abend auch machen. Oder ich mache es zweimal und ihr vergleicht dann. Und werden wahrscheinlich mehr Swearwörter fallen, aber ansonsten. Okay, alles klar. Und einer unserer Gründer, der liebe Torben hier, hi Torben, der sagte noch gerade eben, wir suchen noch Leute. Wir suchen tatsächlich wirklich noch Leute. Wir suchen Webentwickler, Sales suchen wir, Systemadmin, Werkstudenten, ja. Also wer Bock hat auf ein geiles Hosting-Unternehmen und Bock hat, sich mit mir über Dinge zu streiten, wie verlegt man richtig Kabel, dann ja. Du hast eine Frage. Ich habe hier Visitenkarten, ne? Ja. Die kannst du dir gleich mitnehmen. Da gehst du einfach auf die Webseite und gibst Blog-Einträge. Kannst den Newsletter abonnieren oder klickst nächste Woche einfach auf den Blog. Alles klar. Oder unser zweiter Gründer schreit dazwischen. Hi Johannes. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch in der kurzen Zeit ein bisschen was zeigen. Ansonsten, der Rest kommt ausführlich in dem Artikel. Lesezeit circa 1,5 Stunden, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, der ist sehr ausführlich, aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch.